Mutter ist zum Kacken verurteilt worden, als sie vergessen hat zu scheißen. Aber ich kann euch nicht scheißen, ist mir aber auch scheißegal, weil ich gerade versuche irgendwie beleidigend zu wirken. Und ich kann das nicht wirklich so gut. Daher lade ich jetzt gerade irgendeine Scheiße zusammen. Und das ist voll der Endgegner-Boss-Kampf hier. Er ist unbesiegbar, Girl. Und ich mache ihn gerade voll fertig, ey. Das muss ja schon zeigen, was leichte Boss ich bin hier, Alter. Hab Respekt vor mir, du blödes Stück Scheiße, Alter. Hast geschafft. So. Ich sehe den Ausgang. Ich muss mich beeilen. Ciao, Alomea, du Missgeburt. Oh mein Gott, ich hab Missgeburt gesagt. Nein, sorry. Verstehst du nicht, Chad? Die Reinen gewinnen den Krieg. Niemals. Eieieiei, das muss wehgetan haben. Ha! Nur Leben verloren, ausgezeichnet. Shard, geht es dir gut? Alomir ist tot. Gerechtigkeit wurde geübt. Ich glaubte, Ehre und Gerechtigkeit seien wertvolle Ideale. Sie gaben mir keinen Frieden. Ah, aber den Kampf waren sie wert. Weil sie für etwas Schützenswertes standen. Wie Wahrheit und Kameradschaft? So spricht ein wahrer Wächter. Das war's also? Die Reinen sind weg? Besiegt schon, aber nicht weg. Wir können nicht hoffen, dass Intoleranz wie diese ewig begraben bleibt. Die Jungeulen von St. Egolius erwarten uns. Also los, Wächter. Wir sind die Augen der Nacht, das Schweigen im Wind. Wir sind die Klauen im Feuer, die Schützer der Unschuldigen. Wir helfen den Schwachen und besiegen das Böse. Wir sind die Wächter von Gahu. Gahu. Die ganze Spielzeit 2 Stunden, 29 Minuten und 13 Sekunden haben wir gespielt. Chrome Studios, Chief Executive Officer Robert Welch. Creative Director Steve Stamatalia, das Latabatakidakudotatsimatale. Ja, ihr könnt das ja eigentlich alles lesen, was es ist, und das lassen wir auch ablaufen, weil das einfach zum Respekt dazugehört. So ein Spiel ist nämlich nicht einfach zu machen. Überhaupt nicht. Ich hatte auch mal einen Kumpel, der hat mir das mal erklärt. Der hatte in der Schule dann die Aufgabe, mal ein Spiel zu entwickeln. Er hat dann gesagt, da habe ich gesagt, man, wie kann denn so viele Bugs überhaupt dabei entstehen? Er hat, als sie das Spiel entwickelt haben, gesagt, da kommen Tonnen von Bugs rein und hast nicht gesehen, die du gar nicht bemerkst selber und halt auch nur durch spätere Spielen halt herausfindest und so weiter und so fort. Ja, aber das soll nicht das gewesen sein. Es ging jetzt hier um die Legende der Wächter. Wie ich schon gesagt habe, ein grandioser Film, ein wunderschönes Spiel, eine wunderschöne Flugsimulation und grandiose Bücher. Ich werde mir demnächst den 11. Teil besorgen. 15 Stück gibt es. Catherine Lasky ist die Autorin und Erfinderin, die normalerweise Kinderbücher geschrieben hat. Und das ist halt ein jugendlicher oder auch erwachsener Fantasy-Buchreihe, würde ich sagen. Also das ist nichts, was jetzt nur für Kinder sein muss. Lässt sich schön lesen. Man kann halt viel reininterpretieren, wenn man möchte. Das ist eigentlich auch bei allen so möglich. Jetzt geht es eigentlich um das Spiel direkt. Meiner Meinung nach wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr schön. Die Grafik, gut, ist jetzt vielleicht nicht keine Engine 3 Grafik in der Art und Weise, aber es hat sich sehen lassen. Die Animationen waren super. Hätte man sich nicht besser vorstellen können. Nur vielleicht, ja, die Eulen an sich noch ein bisschen genauer vielleicht gemacht, aber gut, das ist jetzt eine Ansichtssache wieder. Was soll ich noch dazu sagen? Es lohnt sich wirklich, diesen Film mal anzugucken. BZW, die Bücher mal wirklich zu lesen, auch wenn man keine Lust hat.
Man verliert sich schnell drin. Das sind verdammt teuer, die Bücher. Die kosten 14,99. Das sind meistens so um die 300 Seiten. Also meist um die 300 Seiten. Und ja, Cinematics und so, Manager. Schöne Sache. Ich weiß nicht, was als nächstes ansteht. Wir haben ja noch Sniper Ghost Warrior 2 ist ja noch am Start. Das sind wir jetzt noch am machen. Ansonsten, wenn das jetzt, ja, es wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. Ansonsten weiß ich danach wirklich noch nicht, was wir weiter Let's Playen können oder sollten. Ich könnte Spec Ops The Line Let's Playen, wenn ihr wollt. Oder wir könnten langsam mal diese Aktion starten, dass ihr mal ein Spiel aussucht, was ihr gerne mal spielen wolltet. Oder was ihr mal gerne sehen wollt, weil ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das nun holen wollt oder nicht. Ich werde es mir besorgen, wenn es dann halbwegs interessig auch für mich da ist. Natürlich will ich keine Spiele hier drin stehen haben, wo ich dann nur sage, okay, ich werde es jetzt wirklich nur ein einziges Mal spielen, das nur auch als Let's Play und hast nicht gesehen. Aber trotzdem, vielleicht ist ja mal ein, zwei Spiele, wo ich sage, okay, ja, cool, das könnte mich auch interessieren. Und dann habe ich auch einen Grund, das mal zu spielen. Dann lade ich mir die Demo davon runter und gucke es mir an. Und kann dann was Endgültiges halt dazu sagen, gar kein Problem. Ja, so, gucken wir uns das noch ein bisschen an. Mercury Engine and Tools. Ja, also ich bin scheiße müde, weil wir waren am Wochenende, war ich bei meinem Cousin. Sind wir da schon gewesen? Ich weiß es jetzt nicht, wir beobachten es einfach mal. Ich war bei meinem Cousin in Kassel und dann, wir haben jetzt ein altes Hobby wieder angefangen, und zwar Yu-Gi-Oh!, wie man es auch sehen konnte. Und wir haben halt dann gesagt, okay, mittwochs und montags ist in Comic-Galerie in Arolz, in Kassel ist dann immer so ein Yu-Gi-Oh! Spieltag, Spielabend. Fängt morgens früh um 10 Uhr an und geht halt abends normalerweise meistens bis Ladenschluss, aber er macht auch mal ab und zu ein bisschen länger, wenn da mal gerade ein Turnier am Start ist oder halt noch ein paar Leute am Spielen wollen und sowas. Finde ich ganz cool. Und da waren wir halt da und wir wurden sofort von den ganzen Leuten umzingelt und ringt und die wollten Karten und sowas haben von uns. Und wir haben halt geguckt und gemacht und getan. Wir haben auch viele Karten gefunden, die wir haben wollten. Konnten beide unsere Decks wirklich mal aufstocken, neu machen, was voll cool war. Wir haben auch ein paar Nummernkarten, wie sagen wir, nämlich die ganzen Nummernkarten, haben wir ein paar dazu bekommen. Wir haben die 11 abgegeben, was total krank war, jeder wollte die scheiß 11 haben, aber das macht ja nichts, den kriegen wir auch mal wieder und dann wissen wir ja, dass diese Karte extrem beliebt ist und können sie halt dementsprechend auch besser vertauschen, obwohl wir halt die Nummernmonstern nicht so gerne irgendwie jetzt noch abgeben wollen, wie gesagt, weil wir sie halt sammeln. Wenn ihr wisst, wie viel es ungefähr gibt, hast nicht gesehen, dann könnt ihr mir gerne mal Bescheid sagen, wie viele Nummernmonster es so bei Yu-Gi-Oh! Gibt von den Exits-Monstern, damit wir ungefähr eine Ahnung haben, was auf uns zukommt. Spyro! Polymadels? Human Resource. Genau, wir könnten nochmal Spyro Dawn of the Dragon mal spielen. Wie wär's? Das Spiel wollte ich mir sowieso nochmal holen. Dann könnten wir nochmal das Let's Playen. Das wäre auch mal eine schöne Angelegenheit. Doch, würde ich doch auch mal wieder gerne spielen. Chrome Administration. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das jetzt wiederholt oder. Gucken mal, vielleicht. Es ist halt eine Menge Leute, werden halt dafür gebraucht, ne? Okay. Special thanks! The staff at Lone Pinnacle Sanctuary, Kelly. Extra special thanks at all our powerful partner. Welcome to the world! Da sind wahrscheinlich nicht welche dazugekommen. Game Script, written by Peter Aperlo. Warner Bros. Interactive Entertainment. Schön. Ja, wir gucken mal, wie weit uns das Yu-Gi-Oh!-Spielen jetzt noch weiterbringt. Wir haben ja eins mal hochgeladen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich sagen, ob ihr nochmal mehr öfters sowas sehen wollt. Und
ja, schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht machen wir eine eigene Let's Play-Reihe mit diesen Yu-Gi-Oh! Karten. Vielleicht dürfen wir auch mal im Laden filmen. Wäre natürlich auch richtig nice, wenn wir das machen könnten. Aber wenn wir das dürfen, oder halt nur beschränkt dürfen, dann werden wir natürlich auch mal Let's Plays gegen andere Spieler halt mal aufnehmen und gucken, wie sich das so steigert, wie sich das so abfindet. Hoffentlich, dass die Leute, also wir werden natürlich dementsprechend, je nachdem was er halt sagt, wir dürfen halt den Raum filmen, wo man spielen darf und das auch nur die Tische, dann sagen wir okay, dann nur das. Wenn er sagt, wir dürfen auch mal den Laden filmen, dann werden wir auch mal so einen kleinen Rundgang machen, so ein bisschen was anderes aufzeigen. Wenn ich da wohne, werde ich vielleicht auch mal ein bisschen öfters mal dahin gehen, auch bei anderen Kartenspielen mal dabei stehen und das mal aufnehmen. Je nachdem, wozu ihr halt Bock habt. Ansonsten, wie gesagt, Let's Play Yu-Gi-Oh! Real Life. Wenn ihr wollt, dass wir auch ein Brettspiel spielen, wir spielen auch. Wir sind ein Let's Play-Kanal. Wir sind nicht nur auf Konsole geschränkt, Leute. Wenn ihr wollt, wir sollen mal Mensch ärger dich nicht spielen oder so, dann spielen wir auch Mensch ärger dich nicht. Es wäre verdammt cool, glaube ich, ey. Naja. Das soll ich dann auch in den heißen Brei labern, ich habe keine Ahnung. Also, aussichtsweise sehe ich doch mal Spyro Dawn of the Dragon. Vielleicht können wir es sogar als Let's Play, oh scheiße, Let's Play Together rausbringen, wenn ich sowieso demnächst noch zu meinem Cousin ziehe. Können wir es vielleicht als Let's Play Together mal rausbringen. Das kann man nämlich schön zu zweit spielen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Das könnte man ruhig machen, doch. Glaube ich schon. Ja, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt von mir aus jetzt abschalten. Ich werde das Video jetzt noch laufen lassen. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen. Sagt mir, ob es euch Spencer! Sagt mir, ob es euch gefallen hat oder ob es euch nicht gefallen hat, was ihr gerne anders haben wollt, was ich beibehalten soll. Wie alles drum und dran, eh und je, palaba palaba. Ich hoffe, man sieht sie auch irgendwann mal online, dass man mal gegeneinander spielen kann. Ansonsten wünsche ich euch noch alles, alles Gute und viel Spaß beim Zocken. Euer Skyline. Bis denne dann.